بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir fahren fort mit der Erlaubnis Allahs, mit dem Buch Al-Qawa'id al-Arba'a, die vier Prinzipien, die vier Grundlagen von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Und wir haben im letzten Unterricht die zweite Grundlage, das zweite Prinzip zu Ende erklärt. Mit den Aussagen der Gelehrten. Der Sheikh erklärte in dieser Regel, in diesem Prinzip, dass sie diesen Götzen dienen und sie neben Allah anrufen, weil sie von ihnen möchten, dass sie sie Allah näher bringen. Oder weil sie von ihnen ihre Fürsprache bei Allah erbitten. Das heißt, diese Götzendiener haben diese Götzen angebetet. Sie haben die Anbetung ihnen gewidmet, weil sie die Fürsprache von ihnen erhofften. Und weil sie die Fürsprache von ihnen verlangten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie durch diese Taten zu Götzendiener erklärt. Es nützte ihnen nicht, dass sie glaubten, dass Allah subhanahu wa ta'ala der ist, der erschafft und der versorgt und der verwaltet. Allah hat sie dadurch nicht entschuldigt, sondern erklärte sie zu Götzendiener, weil sie die Anbetung ihren Götzen widmeten und weil sie die Fürsprache von ihnen verlangten. Warum haben sie die Anbetung ihnen gewidmet? Weil sie von ihnen die Fürsprache erhofften. Und weil sie erhofften, dass sie sie Allah näher bringen. Hat diese Absicht ihnen genützt? Nein. Und heute wollen wir abschließend zu diesem Thema, zu dieser Grundlage, noch einmal über die Fürsprache reden. Warum? Weil viele Leute in diesem Thema abgewichen sind und in der Irre gegangen sind. Und Shaitan sie durch dieses Thema in den Schirk gezogen hat. Und deshalb wollen wir mit der Erlaubnis Allahs einige Aussagen von Sheikh Saleh al-Sheikh erwähnen, in seiner Erklärung von Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid ist ein Werk ebenfalls von Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Er verfasste dieses Werk und erwähnte in diesem Werk im Detail die verschiedenen Arten des Schirks, die verschiedenen Arten des Götzendienstes. In diesem Buch erwähnte er ein ganzes Kapitel und nannte es das Kapitel der Fürsprache. Und aus der Erklärung des Scheichs von diesem Kapitel wollen wir heute ein bisschen vorlesen. Der Scheich sagte, nachdem er das Wort Shafa'a sprachlich erläuterte und sagte, dass dieses Wort darauf hindeutet, dass jemand durch sein Verlangen der Fürsprache mit dem, von dem er es verlangte, eine gerade Zahl wird. Nachdem er alleine war. Das ist sprachlich und das haben wir auch schon erwähnt. Danach sagte er, die Fürsprache ist das Bittgebet. Weil hier in diesem, warum wir diese Abschnitte lesen, ist bezüglich einem gewissen Thema, einem speziellen Thema. Und zwar, wenn jemand sagt, ich gehe zum Grab des so und so, und bitte ihn nur, dass er Allah für mich bittet. Sonst nichts.
Hier geht es um dieses Thema. Was ist das Urteil von dieser Bitte und dieser Frage an den Toten? Er sagte, Fürsprache bedeutet Bittgebet. Und dass die Bitte um die Fürsprache ist die Bitte, ein Bittgebet zu machen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bitte den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Fürsprache, dann heißt das, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam bittet und von ihm verlangt, Allah zu bitten. Das heißt, die Fürsprache ist eine Bitte. Und derjenige, der um Fürsprache bittet, verlangt die Fürsprache. Das heißt, die Fürsprache ist ein Bittgebet. Und sie ist ebenfalls das Verlangen um ein Bittgebet. Und wir haben erwähnt, der Scheich hat in vorigen Kapiteln erwähnt und festgelegt, dass jeder Beweis, der in den Texten vorkommt und darauf hindeutet, dass es ungültig ist, neben Allah einen anderen Gott anzurufen, so ist dieser Beweis ebenfalls ein Beweis dafür, dass es ungültig ist, von den Toten die Fürsprache zu erbitten, die nicht mehr in der Welt der Beauftragung sind. Er sagte, denn die Wirklichkeit dessen, der fürspricht, ist, wie wir erwähnt haben, dass er etwas verlangt. Und die Wirklichkeit dessen, der um Fürsprache bittet, ist, dass er ebenfalls etwas verlangt. Das heißt, der Fürsprecher ist für den, der um Fürsprache bittet, jemand, der Dua macht. Und der, der um Fürsprache bittet, ist in Wirklichkeit der, der Dua macht zu dem, von dem er die Fürsprache erbittet. Das heißt, wenn jemand zu einem Grab eines Propheten geht oder zu einem Grab von einem Wali geht, einem Allah nahegestellten Diener oder ähnliches, und dann sagt, ich bitte dich um Fürsprache oder bitte für mich um Fürsprache, dann bedeutet das, dass er dies von ihm verlangt und ihn bat, für ihn zu bitten. Und das heißt, dass diese Bitte, dieses Bittgebet, dass man dies jemand anderem als Allah widmet und mit dieser Bitte sich jemand anderem zuwendet als Allah, dass dies großer Schirk ist. Dies ist was? Schirk Akbar. Warum? Weil es in Wirklichkeit Dua ist zu jemand anderem als Allah. Und eine Frage an diesen Toten. Und dass diese Person sich mit dieser Bitte und mit diesem Dua an ihn wendet. Wenn du also weißt, was die Bedeutung von der Shafa'a ist, von der Fürsprache, und das Urteil, sie von den Toten zu erbitten, und dass dies großer Schirk ist, so wisse, dass die Lebenden, die noch in der Welt der Beauftragung sind, dass es erlaubt ist, von ihnen die Fürsprache zu erbitten. Das heißt, es ist erlaubt, sie darum zu bitten, dass sie für dich Dua machen. Doch diese Dua kann erhört werden und kann nicht erhört werden. Und dies ist so bezüglich der Fürsprache unter den Leuten, bezüglich der guten Fürsprache und bezüglich der schlechten Fürsprache. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagte, wer eine gute Fürsprache einlegt, und er subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagte, und wer eine schlechte Fürsprache einlegt, das heißt, dies ist unter den Lebenden möglich.
Warum? Weil sie immer noch in der Welt der Beauftragung sind. Sie können diese Bitte erwidern, aber der Tote nicht. Und wenn du etwas von einem Toten verlangst, zu was er nicht fähig ist, ist es Schirk. Denn der Tote kann dich gar nicht hören, geschweige denn, dass er deine Bitte erwidert. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat erlaubt, von den Lebenden Fürsprache zu erbitten. Deshalb gab es in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam einige der Sahaba radiallahu anhum, die manchmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und ihn um Fürsprache baten. Das heißt, sie baten ihn, Allah zu bitten. Dies ist erlaubt. Ist gar kein Problem. Unter den Lebenden. Der Scheich sagte weiter, das Thema der Fürsprache ist von den Themen, die für viele unklar ist. Sogar für einige Leute des Wissens. Und deshalb haben einige von ihnen Fehler begangen. Bezüglich dem Thema der Fürsprache. Bezüglich dem Thema, dass man die Fürsprache vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erbittet. Und zwar nach dem Tod. Nach seinem Tod sallallahu alaihi wasallam. So erwähnten sie in ihren Büchern einige Geschichten, in denen vorkommt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam um Fürsprache gebeten wurde, yani bei seinem Grab, ohne dass sie diese Geschichten kritisierten. Denn sie erwähnten in ihren Büchern Geschichten von Leuten, die zum Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und den Propheten um Fürsprache baten. Yani, dass der Prophet für sie Allah bittet, ohne dass sie diese Geschichten kritisierten. Er sagte, so wie es An-Nawawi machte, und zwar im Buch Al-Adhkar, und Ibn Qudama in Al-Mughni und andere. Das heißt, jetzt könnte jemand kommen und sagen, das bedeutet, dieses Thema, in diesem Thema gibt es verschiedene Meinungen. Somit darf ich das, so wie sie es erwähnt haben. Und sie haben es nicht kritisiert. Und so sind die Leute der Falschheit immer. Wenn du zu ihnen mit der Wahrheit kommst und mit den eindeutigen Beweisen, sagen sie Khilaf. Es gibt verschiedene Meinungen. Der Khilaf erlaubt nicht, den Gelüsten zu folgen. Dem Sucher der Wahrheit genügt ein Beweis. Doch dem Folger der Gelüste genügen keine tausend Beweise. Wenn jetzt jemand sagt, das ist Khilaf, so sagte der Scheich, und dies wird nicht als Khilaf in diesem Thema gezählt. Warum? Denn dieser Khilaf, diese Meinungsverschiedenheit, kehrt zurück zu der Tatsache, dass sie die Wirklichkeit dieser Angelegenheit nicht verstanden haben. Möge Allah ihnen vergeben. Das heißt, das Thema der Fürsprache ist ein Thema, welches unklar ist. Er sagte, und deshalb sagten einige der Leute des Wissens von den Gelehrten der Da'wa, rahimahumullah, das Erbringen des Beweises in den Themen des Tauhid unterscheidet sich gemäß der Stärke des Scheinarguments. So sagte er, die Scheinargumente, die am schwächsten sind und für die es am einfachsten ist, die Beweise zu erbringen gegenüber dem Abweichler, der von der Wahrheit abgewichen ist, ist in Bezug auf die Grundlage, dass man niemanden neben Allah anrufen darf. Und dass man niemanden außer Allah um Hilfe bitten darf in einer Sache,
zu der niemand in der Lage ist außer Allah. Und in der Angelegenheit, dass man für niemanden anderen schlachten darf außer für Allah. Und andere Themen. Er sagte, und von den Themen, die am unklarsten sind, außer für die Gelehrten, die detailliert die Angelegenheiten überprüften haben, ist das Thema der Fürsprache. Am unklarsten. Er sagte, deshalb hat der Scheich dieses Kapitel erwähnt, wo im Kitab al-Tawhid das Kapitel der Fürsprache. Und er verdeutlichte darin, indem er die Beweise aus dem Koran und aus der Sunna erwähnte, dass die Fürsprache, die nützt, nicht gültig ist, außer wenn Bedingungen erfüllt sind. Und die haben wir erwähnt im Qawaid al-Arba. Die Bedingungen der bestätigten Fürsprache, dass Allah sie erlaubt und dass er zufrieden ist mit dem, für den die Fürsprache eingelegt wird. Und wir erwähnten, dass Allah mit niemandem zufrieden ist, außer mit den Leuten des Tauhids. Möge Allah uns als sie leben und sterben lassen. Ebenfalls verdeutlichte er, dass es eine verneinte Fürsprache gibt, wie wir ebenfalls erwähnt hatten, im Qawaid al-Arba. Das heißt, nicht jede Fürsprache ist angenommen. Nein, vielmehr gibt es Fürsprache, die angenommen wird, und Fürsprache, die nicht angenommen wird. Und die angenommen wird, ist die Fürsprache, die Bedingungen und Regeln hat. Und die zurückgewiesen wird und abgewiesen wird, ist die, bei denen diese Bedingungen nicht erfüllt sind. Zitat Ende von dem, was wir erwähnen wollten aus der Erklärung von Kitab al-Tawhid von Sheikh Saleh al-Sheikh Hafidahullah. Und ich hoffe, dass damit dieses Prinzip und dieses Thema eindeutig klar ist. Damit wir inshallah im nächsten Unterricht mit der dritten Grundlage, mit dem dritten Prinzip anfangen können. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.